Ja, servus miteinander. Heute mal ein Video ganz anderer Natur. Und zwar geht es um ein bisschen Bastelei. Ich möchte die Heckschürze an meinem Ioniq gerne in schwarz gelackt haben. Sprich, so wie die Front und das Dach in schwarz foliert ist, geht das leider beim Heck nicht. Da sind so kleine Rippen, die kann ich euch mal eben zeigen. Und zwar seht ihr hier diese Rippen. Und durch diese Rippen ist es nicht möglich, dass man dort einfach eine Folie bringt. Und deswegen habe ich mir gedacht, gibt es da was anderes? Und zwar habe ich damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das ist hier Sprühfolie. Und mit dieser Sprühfolie werde ich jetzt das Heck von meinem Ioniq dippen. Ja, und weil das so viel Spaß macht, habe ich mir gedacht, dass ich am Ende, wenn ich damit fertig bin, ziehe ich es einfach wieder ab, damit ihr auch seht, wie leicht geht das. A, das Auftragen und B, das nachher wieder entfernen. Denn viele von euch fahren vielleicht finanzierte oder geleaste Fahrzeuge, so wie ich auch. Und da sollte man natürlich alles wieder rückstandslos entfernen können. Ja, also, ich bin vorbereitet. Das zeige ich euch mal eben. Kennzeichen ist schon ab. Und es ist richtig sauber. Also wirklich die Vorarbeit ist enorm wichtig hier beim Folieren, beim Sprühfolieren. Ihr müsst dementsprechend das sehr, sehr gut vorbereiten. Es darf kein Staub drauf sein, da keine Wasserreste drauf sein. Ich habe dann hier den Sprühdosenhalter hier. Tesa Crepe nachher für die Zeitung, das zeige ich euch dann. Und das hier für die harten Kanten, das ist ja Isolierband oder auch Malertape von Tesa. Damit habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ja, ich lasse parallel die andere Kamera mitlaufen. Dann könnt ihr auch sehen, wie die Vorbereitung hier so läuft, weil Vorbereitung ist das A und O und das Abkleben ist wirklich das Allerwichtigste. Und damit fange ich jetzt an. Das allein wird bestimmt eine halbe Stunde dauern, wenn nicht noch länger. Das ist eigentlich so auch der arbeitsintensivste Schritt bei dieser ganzen Geschichte. Alles andere ist eigentlich Pipifax. Nur das Abtapen, Abkleben, das geht nur gründlich und das zieht sich ganz schön. Ja, wie ihr seht, jetzt habe ich erstmal mit Isolierband und mit dem Tesa-Malerband die ganze Fläche hier einmal gründlich abgegrenzt. Hat den Vorteil mit diesem Band, das liegt ganz fest auf und man hat eine wirklich scharfe Kante. Die scharfe Kante braucht man, wenn man es nachher wieder abzieht. Ja, und wir brauchen das Isolierband beziehungsweise hier dieses Tesa-Band. Also Isolierband ist sehr, sehr, man kann gut stretchen um die Kurven, um die Rundung. Die haben wir ja hier beim Ioniq. Da habt ihr die Rundung und ihr habt hier oben auch die Rundung. Da. Und damit man um die Ecken kommt, muss man es so ein bisschen ziehen können. Da ist es geeignet für. Generell hat man damit aber auch eine Grundlage, um das Tesa-Kreppband gleich mit der Zeitung dort zu befestigen, weil das hält allein auf dem Lack nicht und könnte ganz doofe Läufer geben. Und das ist der nächste Schritt. Jetzt wird alles, was natürlich nicht schwarz werden soll, nochmal ordentlich abgetaped. So, jetzt habe ich das mit der Zeitung gemacht. Nicht schön, aber selten. Ja, muss seinen Zweck erfüllen, ne? Also ich zeige es das mal eben. Ihr seht, einfach stumpf in Zeitung eingepackt, so dass der Heckeinsatz natürlich frei ist, dass man über den Rand hinaus sprühen kann und nach oben hin. Ja, ich habe es einfach dicht gekleistert. Jetzt kommt das kleine Finish, das heißt die Rückstrahler, das Rückfahrlicht und unten drunter die Leuchten. Das mache ich mal eben mit Tesa Crepe. Die werden jetzt auch noch abgetaped und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ja, das war's. Jetzt wird's ernst. Jetzt werde ich gleich die Dose nehmen, ordentlich vorher schütteln. Muss man drauf gucken. Ihr solltet schon so 20 Grad Außentemperatur haben. Ich denke mal, es wird hier auch drauf stehen.
Der sagt sogar 21 Grad, na, aber das haben wir ja auch heute. Das ist echt wunderschönes Wetter. Hier wird empfohlen, Abstand von 15 bis 20 Meter ist klar. 4 bis 6 Schichten. Und jede Schicht 8 bis 10 Minuten ablüften lassen. Ich lasse sie 10 Minuten ablüften. Das ist besser. Gut, also ich werde das alles vorbereiten. Ihr seid dann dabei und ja, ich schüttel mir ein. Ja, das war die erste Schicht. Wie ihr gesehen habt, ich gehe auch stumpf über die Abstandssensoren hinten drüber hinweg. Das macht gar nichts. Das halten die definitiv aus. Und wir können mal eben drauf gucken. Also 4 bis 6 Schichten dauert das auch wirklich, bis das dann deckend ist. Und gnuck, gnuck, gnuck. Ich habe kein Handy dran, deswegen hört ihr das immer, wenn ich umschalte. So, wichtig ist auch wirklich bis über den Rand hinaus zu gehen. So sieht das dann nach der ersten Schicht aus. Garage ist gut belüftet, deswegen habe ich das jetzt ohne Atemschutz gemacht. Werde trotzdem jetzt mal eben zum Ablüften lassen rausgehen. Und dann geht's gleich weiter mit der nächsten Schicht. Ja, wenn man erstmal dabei ist, dann geht es auch schnell. Das war schon Schicht Nummer 2. Man kriegt das auch schon so ein bisschen den Effekt mit. Also wichtig ist, dass ihr nicht zu viel sprüht, ne? Weil auch wenn es Folie ist, kann es Tropfnasen geben. Und wenn ihr ein bisschen ungeduldig seid oder so, dann ist euch damit echt nicht geholfen, weil dann habt ihr nachher da dementsprechend irgendwelche Läufer. So, also wir warten jetzt wieder die nächste Runde ab und ich melde mich gleich. Ja, so schnell geht das. Nummer 3 ist auch schon drauf. 4 bis 6 Schichten wurde empfohlen. Ich glaube, ich werde bei 5 Schichten landen. Einfach für mich. Und ich zeige euch mal eben das Ergebnis schon mal. Also, man sieht schon ziemlich, ziemlich gut, dass das hier schwarz wird. Ja. Boah. Bisher habe ich auch tatsächlich keine Läufer fabriziert. Das heißt, ich bin eigentlich recht zufrieden. Und ja, wir lassen jetzt mal wieder ablüften und dann kommt die nächste Schicht, die Nummer 4. Finale würde ich sagen. Das war jetzt die für mich vorletzte Schicht, habe ich gerade beschlossen. Das Deckungsergebnis ist jetzt eigentlich schon final, denke ich mal. Wir gucken es mal eben nochmal an. So, also ihr seht, das ist ziemlich, ziemlich schwarz schon. Ja. Das heißt, für uns jetzt mal eben 10 Minuten warten und dann Finale, ganz wichtig gleich. Ich lasse es nur ein bisschen antrocknen, so na, 10 Minuten soll man, maximal 5 Minuten und dann ziehe ich schon alles ab hier. Dann erreicht man eigentlich das beste Ergebnis und dann gibt es nach der Abluftzeit, wenn es wirklich trocken ist, nochmal ein kleines Finish. Auch das zeige ich euch. Das wird nämlich garantiert doch irgendwo ein bisschen von dem Sprühstaub durchgekommen sein. Und dazu habe ich dann auch einen Trick, wie man das dann auch nochmal final schick kriegt. Aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Jetzt warten wir mal eben auf den letzten Sprühgang gleich und dann geht's los. So, ja, das war's jetzt erstmal. Ihr habt vielleicht eben gesehen,
dass an manchen Stellen schon das Isolierband oder auch das Kreppband so ein bisschen hochkommt. Das liegt einfach daran, dass die Sprühfolie sich natürlich, die trocknet und zieht sich tatsächlich auch so ein bisschen zusammen. Das heißt, diese Oberflächenstruktur, die sie hat, die wird dann nochmal glatter und das zieht sich zusammen. Und das sind jetzt so die ersten Anzeichen dafür, dass man eigentlich die letzte Schicht erreicht hat. So, ich habe jetzt einmal gesprüht, werde jetzt noch 5 Minuten warten und danach ziehen wir dann hier mal eben alles ab. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, wie viel ich nacharbeiten muss, dass es gut ist, das sehe ich jetzt schon. Sind dann halt die Fragen der kleinen Nacharbeiten, die dann so kommen, aber ich glaube nicht, dass das so viel sein wird. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, 5 Minuten eben warten und dann bin ich gleich da mit dem wirklich kleinen Finale. So, wir haben es abgezogen. Ich habe zwei, drei Streifschüsse. Die zeige ich euch gleich mal. Und dann zeige ich euch mal eben auch, wie man die wegmacht. Das geht nämlich gar nicht so schwer. So. Also. Hier. Hier ist was im Radius. Ja. Hier oben ist einer. Und sonst war gar nichts. Und auch das unten kriegt man. So, also das Ganze ist noch allerdings ganz frisch. Das zeige ich euch mal, wie das geht. Wenn es so nicht geht, ah, das seht ihr, das geht schon. Seht ihr? Das ist weg. So, hier oben, den hier. Weg. Hier unten in der Ecke. Ja, da muss ich vielleicht mal bei. Ist ein bisschen eng am Rand. Aber sonst bin ich eigentlich recht zufrieden. Geht aber auch. Es ist ein Vorteil, dass das nur der Staub ist. Den kriegt man tatsächlich mit dem Finger runter. Deswegen sagte ich eingangs übrigens, dass die Vorarbeit so wichtig ist. Weil dieser Sprühlack, der kommt eigentlich überall rein. So. So, das war's. Das war's, genau das. So. Ja, hier oben ein paar Klebereste noch. Und dann habe ich gesehen, das seht ihr jetzt hier, dass ich hier ein bisschen in den. Nee, doch nicht. Sah gerade so aus. Da auch nicht. Nee. Ein paar Klebereste hier oben. Und sonst ist das. Das ist sehr gut geworden. Also, ich bin echt zufrieden. Lassen wir es nochmal durchtrocknen. Das ist noch ein bisschen, also das ist minimal, das ist also, kann man alles mit dem Fingernagel mal eben. Für die, die es ganz akribisch wollen. Aber da wird nachher sowieso das Nummernschild drüber sein. Ja, cool, also ich bin wieder sehr zufrieden. Ihr seht, das ist wirklich kinderleicht, ja, also mal eben so ein bisschen das Heck dippen. Ja, jetzt müssen wir mal eben warten, bis meine Schwester wieder wach ist. Dann kann ich den AMG vor dem Tor wegfahren. Und dann fahre ich das Auto raus. Und dann zeige ich euch mal ganz schnell, wenn das getrocknet ist, das dauert noch ein bisschen, wie man das wieder abbekommt. Ja. Jetzt denkt ihr, der Schwung, der spinnt wohl. Tut er auch. Aber was macht man nicht für Klicks, ne? Also, es geht hier nicht nur um Dippen, sondern auch, wie bekomme ich den ganzen Kram wieder runter? Gerade wenn ich natürlich ein Leasing-Auto fahre oder so. Und das will ich euch natürlich zeigen. Das kann man auch mal draußen machen. Draußen trocknet das sowieso schöner ab. Ja, und dann seht ihr auch, dass das überhaupt gar kein Problem ist, mal eben wieder zu lösen. Ich würde übrigens generell, das ist halt wichtig zu wissen, die Fläche hier war jetzt schon fast grenzwertig, ja. Also von der Größe, von der Plan, von der
Oberflächenplanung so. Geht das gerade noch so mit der Sprühdose? Ich habe schon den Sprühkopf extra oben benutzt, diesen Aufsatz. Den hier meine ich, ne? Damit man dann schon ein bisschen besser schwenken kann. Das geht besser als mit der Sprühdose für einen vernünftigen Kreuzgang. Jetzt zum Beispiel das Dach oder die Front oder so weiter, die würde ich tatsächlich dann mit Kompressor und richtiger Pistole. Was beim Dippen natürlich auch geht. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt sagen, okay, da muss ja lackiert werden. Nee, nee, nee. Alles, was ich jetzt hier gemacht habe, kann man genauso auch mit einem ganz normalen Lackierset machen. Da gibt es fertige Sets, ne? Ich habe jetzt das von Mibenco genommen. Es gibt Plasti-Dip, Foliatec, wobei ich, wie gesagt, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, immer mit Mibenco. Gut. Ja, wir lassen es trocknen und dann zeige ich euch das Ergebnis nochmal und dann ziehen wir es wieder ab. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen angefangen, hier einfach ein bisschen abzuziehen. Und jetzt seht ihr, beziehungsweise seht ihr nicht, weil die Kamera, so. Ne, es geht so ab. Hier. Ich glaube, da brauche ich nicht mal ein Zeitraffer-Video zu machen. Das mache ich vielleicht für die Details. Ups, ihr seht mich nicht. So. Ah. Aber ihr seht, wie schnell das geht. Das ist wichtig, was ich eben gesagt hatte. Wenn man anfängt zu sprühen, ihr müsst einfach genug Lagen dafür sprühen, ne? Wenn ihr genug Lagen habt, dann geht das nämlich hier so runter. Dann ist das wirklich so Folie. Das waren jetzt gerade mal 10 Sekunden. Und die halbe Front ist schon ab, also die halbe Heck, meine ich. So, hier nochmal eben. So, ihr seht das hier. Das geht hier alles so ab. So, so sieht das Ganze jetzt schon aus, nach vielleicht 30 Sekunden. Macht man hier so ein bisschen mit dem Finger und das ist jetzt der Kleinkram hier. Bisschen aufräumen hier. Hier auch ein bisschen aufräumen. Seht ihr, dass hier noch so Fetzen sind? So, ein bisschen mit dem Finger rüberrollen. Und dann kriegt man das hier alles ab. Hier auch. Da. Ist komplett ohne irgendwelche Reste hier. So. Ich mache jetzt mal eben den Rest fertig in aller Ruhe. Lass die andere Kamera mitlaufen. Kann da gleich einen Zeitraffer machen und dann seht ihr schon, dass es eigentlich alles recht schnell geht. Finish mache ich gleich, dann nehme ich euch nochmal mit auf Video.
So, für die Reste, das geht jetzt ganz einfach. Da habe ich mir was besorgt. Und zwar sieht. Hier. Folie sagt, ach, das war die. Das war Quatsch hier. Da. Das meinte ich. Von Foliatec. Mal gucken. Sprühfolienentferner. Das ist total klasse. Pass mal auf, eben. Und zwar seht ihr hier oben die Reste. Nass gemacht, Handtuch geholt, möchte nicht wissen, was da für ein Zeug ist, aber ihr seht, die Folie löst sich auf. Gerade für die Rillen hier ist das perfekt. Ich habe zwar sauber abgeklebt, habt ihr vorhin auch gesehen, aber man weiß ja nie. So, ich habe das mal hier oben schon gemacht. Hier. Das seht ihr. Und auch hier bei den Rillen hier. So, ein paar grüne Reste hier. Hier unten ein bisschen. Und das sieht schon wieder aus wie Original. So schnell geht das. Ja, so schnell geht das. Was ihr vielleicht eben noch in dem anderen Video gesehen habt, also als ich mit der anderen Kamera aufgenommen war, ich habe das Tuch genommen, ne? Also wenn man mit dem Tuch macht, dann tut man sich die Finger danach nicht weh, eure Finger werden es euch danken. Grundsätzlich ist das so, ich würde es halt erst so machen, abziehen, so wie ich das gemacht habe. Also, ich schreibe das mal hier rein. Abziehen. Folieren, also die Sprühfolie, den Entferner auftragen. Die Sprühzeug und dann mit dem Tuch abrubbeln. Drei Schritte waren jetzt, ich glaube, keine 20 Minuten. Und das Heck sieht wieder aus wie original ab Werk. So. Ich gehe jetzt wieder rein und mach's nochmal neu. Es soll ja eigentlich schwarz sein. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie einfach das geht. Und ihr habt auch gesehen, dass die Vorarbeit ist halt sehr müßig, sehr viel Arbeit. Aber generell ist das, die Sprühfolie aufzutragen selber ja Pipifax. Muss man die Schichten einhalten, aufpassen, dass es nicht zu dick wird, damit es keine Nasen gibt und ja, sonst ist das ja alles kein Hexenwerk. Gut, also, falls euch das Video an der Stelle geliked hat, ihr dürft mich natürlich abonnieren, das geht da. Ihr dürft mir natürlich einen Daumen hoch geben und ich hoffe auch, den einen oder anderen überzeugt zu haben, dass das alles echt einfach ist. Mal eben dem Ioniq einen schwarzen Heckeinsatz zu verpassen. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.